Weihnachten ohne Familie, ohne Kinder, das ist für die meisten Menschen undenkbar. Deshalb haben wir Kinder in den Mittelpunkt unserer Weihnachtssendung gestellt. Und damit willkommen zu Politik direkt aus Berlin. Mein Name ist Udo Bauer und das sind unsere Themen. Kriegskind, wie Sabur wieder lachen lernt. Laborkind, wie Sonja ihren Vater sucht. Glückskind, wie ein afrikanischer Engel Victoria hilft. Als erstes wollen wir Ihnen eine Kindergeschichte erzählen, die im Hier und Jetzt spielt, eine wahre Geschichte. Eine, die traurig beginnt, im Krieg nämlich, wo die kleinsten Menschen oft die sind, die am meisten leiden müssen. Die schon den tiefsten seelischen und körperlichen Schmerz kennen, noch bevor sie erfahren, dass das Leben auch schöne Seiten hat. Wir wollen Ihnen Sabur vorstellen, einen 6-jährigen Jungen aus Afghanistan. Der ist vor einigen Monaten mit einer schweren Verletzung nach Deutschland gebracht worden. Mittlerweile hat er alle Menschen, die er hier getroffen hat, tief beeindruckt und berührt mit seinem Lebensmut und mit seiner Tapferkeit. Was ist los? Vertrauen, das ist für ihn das Schwerste. Sabur ist 6 Jahre alt und nun in Sicherheit in einem deutschen Krankenhaus. In seiner Heimat Afghanistan sollte längst Frieden sein, aber da, wo Sabur herkommt, hat der Krieg nie aufgehört. Mein Vater war wohl auf den Markt gegangen und dann sind wohl Leute gekommen, die wild um sich geschossen haben und er hat halt diese Schrotladung ins Sprunggelenk bekommen. Das Leid in Afghanistan ist ins niedersächsische Meppen gekommen. Bei seiner Ankunft war Saburs Fußknochen von Eiter zersetzt. Die Ärzte wollen sein Bein retten. In Kabul konnte es nur genäht werden und noch immer stecken Kugeln darin. Ich glaube, er will sein Kissen auch haben. Das ist auch noch so ein Bein. Dem deutschen Kinderarzt geht der Fall näher, als er zugibt. Er bewundert die Überlebenskraft von Kindern wie Sabur, der hier ankam mit entsetzlichen Schmerzen. Sie lernen damit umzugehen. Sie sind in sich gekehrt, sagen nicht viel. Aber diese Kinder sind eigentlich, dadurch, dass sie eben auch sehr viel Elend mitmachen, ertragen sie diese Schmerzen doch oft sehr klaglos. Flughafen Kabul einige Tage zuvor. Der deutsche Verein Kinder brauchen uns fliegt schwerverletzte Kinder aus Afghanistan aus. 2 von ihnen starben kurz vor Abflug. Für sie kam die Reise zu spät. Nur deshalb konnten wartende Kinder wie Sabur mit auf den lebensrettenden Transport. Ihre Eltern vertrauen den Ärzten aus dem fremden Land. Die Kinder stammen aus besonders armen Familien. Sie haben Knochenbrüche, Verätzungen und Verbrennungen erlitten oder leiden an lebensbedrohlichen Krankheiten. In Afghanistan zu bleiben, würde ihren Tod bedeuten. Ankunft in Hamburg. Rettungswagen aus ganz Deutschland bringen die Kinder weiter in Krankenhäuser, wo Ärzte und afghanische Helfer warten. Das ist halt eben Kriegskinder, sagen wir mal so. Und für ihn ist es natürlich hier diese Ruhe, war die ersten Tage hat er mal gefragt, ja, das ist so ruhig hier nachts. Und das kennt er, glaube ich, gar nicht. Salam, Sabur. Jeden Nachmittag kommt Saburs künftige Pflegemutter. Es ist noch ganz kalt, das müssen wir warm machen. Ja? Die Heilpraktikerin Christiane Hoffmeister sagte ohne Zögern zu, als Gasteltern für die verletzten Kinder gesucht wurden. Ich denke ganz einfach, dass wir nicht viel ausrichten können an der Situation in Afghanistan. Aber ich kann einfach einem Kind helfen, die Folgen dieser Situation dort, wodurch es zu Schaden gekommen ist, einfach zu mindern. Nur langsam tastet sich Christiane Hoffmeister vor. Afghanistan kennt sie nur aus den Nachrichten. Sie kann sich kaum vorstellen, was Sabur durchgemacht hat. Manchmal erinnert er sich daran, wie die Schüsse ihn trafen. Mehr wisse er nicht mehr. Mit der Zeit, hofft seine Gastmutter, heilt hier nicht nur sein Bein, sondern auch seine Seele. Ehrlich? 2 Wochen später kann Sabur das Krankenhaus verlassen, vorerst bis zur nächsten Operation. Nach Hause? Hast du
du Lust? Zu uns nach Hause? Ja? Zu Hause warten aufgeregt Saburs neue Geschwister, die zwei brasilianischen Adoptivsöhne von Christiane Hofmeister. Hi, Sabur! Moin! Moin! Pass auf, ja? Komm, Sabur. Das ist gut. Dann hole ich dir eben die Sachen aus dem Auto, ja? Und ihr helft ihm die Treppe rauf, ja? Ja. Die drei werden zusammen zur Schule gehen. Sie kennen sich schon aus dem Krankenhaus. Ein wenig zumindest. Sabur. Wie geht es dir denn hier? Oh, das ist nicht nett. Nee. Wenn man sich begrüßt. Muss ja sagen. Sabur ist jetzt sicher. 2 Jahre mindestens wird er bleiben. Deutsch lernen, laufen lernen. Ja, dass er schnell gesund wird. Dass wir uns gut verstehen. Dass wir eine schöne Zeit haben. Und dass er schnell wieder nach Hause kann. Das wünsche ich mir. Denn sie weiß auch, dass es schwer wird für Sabur, von hier in sein altes Leben im afghanischen Herat zurückzukehren. Dass es das einzig Richtige war, ihn herzuholen, glaubt sie dennoch. Ich freue mich einfach, wenn er wieder alles das tun kann, was er will. Baden, schwimmen, Fahrrad fahren, alles, was er sich erträumt. Dass Saburs Träume in Afghanistan möglich werden sollen, ist heute noch kaum vorstellbar. Aber seine Gastfamilie will, dass er stark genug wird, um zurückzukehren. In seine Heimat, die Hilfe braucht. Auch seine. Afghanistan, da steht Afghanistan. Ein beeindruckender kleiner Mensch, Sabur. In einem politischen Rückblick auf das Jahr 2007 darf eine familienpolitische Erfolgsgeschichte nicht fehlen. Das Erziehungsgeld. Seit einem Jahr zahlt der Staat diese Unterstützung für junge Familien, damit unter anderem auch Väter sich zu Hause mal um die Kleinen kümmern und die Frauen das Geld verdienen können. Das war ja bisher meist umgekehrt. Das Erstaunliche daran ist, viel mehr Männer als erwartet haben dieses Angebot, zu Hause zu bleiben, angenommen. Jetzt gibt es sogar schon einen Wettbewerb darum, welcher Mann die neue Rolle am besten spielt. Wir stellen vor, den Spitzenvater 2007. Das Fernsehen kommt. 3 von 4 Kindern sind krank. Die Wäsche stapelt sich. Doch Tobias Schüttke ist nicht erschüttert. Er weiß, ein Leben mit Kindern kann man nicht perfekt planen, nur gut organisieren. Und das macht er völlig gleichberechtigt mit seiner Frau. Deshalb wurde der bei einem Sanitär- und Heizungstechnikbetrieb angestellte Meister auch Spitzenvater des Jahres 2007. Für mich ist es eigentlich eine Lebenssituation, die normal ist für mich eigentlich, so wie wir mit unser Leben gestalten. Also es ist für uns nichts Besonderes gewesen. Ich meine, wir haben schon festgestellt, dass es im Gegensatz zu unserem Freundeskreis schon ein bisschen außergewöhnlich ist. Findet ihr, dass euer Vater den Titel verdient hat? Also die meisten Männer, die arbeiten ja und die anderen machen, die Frauen machen dann Kochen, machen die Wäsche. Und Papa, der arbeitet ja auch, aber macht auch die Wäsche, kocht auch und so. Nicht wie die anderen Väter meistens. Ich finde von meinem Vater gut, dass er mit uns die Hausaufgaben macht, dass er uns das Essen macht. Das finde ich auch gut, weil die anderen Väter machen das nicht mit uns. Den Preis bekam Tobias Schüttke nicht nur, weil er weiß, wie man wäscht, sondern auch, weil er es selbstverständlich findet, die Karriere seiner Frau zu unterstützen. Meiner Frau bringt das Spaß und das merke ich auch. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ihr das spart, mein Job hat mir auch Spaß gebracht, dann müssen wir halt die Firma Familie, sage ich jetzt einfach mal, so aufteilen, dass es zusammen funktioniert. Yvonne Schüttke wollte immer Beruf und Kinder. Erst arbeitete sie von zu Hause aus. Mittlerweile hat sie einen eigenen Verlag mit 7 Mitarbeitern. Sie denkt, wenn Frauen einen aktiven Vater wollen, dann müssen auch sie dazulernen. Ich denke mal, man muss den Männern viel zutrauen, dass sie das auch können. Und wenn mal was nicht tipptopp oder perfekt ist, wie man es selber vielleicht gemacht hätte oder so, dann muss man das auch mal lernen, so hinzunehmen und einfach die Erleichterung, sich darüber freuen, die man hat. Und Männer müssen sich trauen, vom Arbeitgeber flexiblere Arbeitszeiten zu fordern, die auf die Familie abgestimmt sind. Tobias Schüttke hat sich getraut. Mit seiner Firma handelte er familienfreundliche Arbeitszeiten und einen freien Tag in der Woche aus. Wir haben schon etwas geguckt, sage ich jetzt mal,
Aber es war eigentlich gar nicht so schwer, auch das mit meinem Chef abzuklären, die Arbeitszeiten zu ändern. Ich habe ja im Prinzip in den 4 Tagen auch meinen Stundensoll erfüllt. Ich habe ja genau das Gleiche gearbeitet. Ulrike Detmers ist die Frau, die den Titel vergibt. Die Mitinhaberin einer Großbäckerei will damit Väter zu mehr Verantwortung ermutigen. Mit Erfolg. Schon jetzt stapeln sich die Bewerbungen für den Spitzenvater 2008. Männer sollen sich zur aktiven Vaterschaft bekennen dürfen, ohne dafür gleich als Weicheier oder Warmduscher bezeichnet zu werden. Der Spitzenvater des Jahres ist ja ein Mann, der sich von der tradierten Männerrolle eben befreit hat. Ulrike Detmers hält es für falsch, Familienfreundlichkeit nur unter sozialen Gründen zu diskutieren. Für sie sollten Unternehmen schon aufs Eigennutz, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Berufstätigkeit von Müttern unterstützen. Insbesondere vor der Verknappung talentierter Köpfe, Fach- und Führungskräfte wird der Personalbedarf in den nächsten Jahren stark anwachsen. Gleichzeitig sinkt aber das Angebot an talentierten Köpfen. Und natürlich brauchen wir auch Kinder in dieser Gesellschaft. Schüttges mussten die Betreuung innerhalb der Familie mit Hilfe der Omas organisieren. Denn erst jetzt setzt die Familienpolitik auf mehr staatliche Betreuungsplätze oder das Elterngeld. Was sich jetzt bewegt, hätte auch Schüttges geholfen. Ich denke mal, das ist schon ein Betracht, den man heutzutage als Elterngeld kriegt. Auch zu überlegen, ich bleibe zu Hause als Mann und die Frau geht vielleicht arbeiten, das auszunutzen, finde ich schon wichtig. Und ich glaube, die Männer profitieren da sehr, wenn sie die Kinder so klein erleben, wachsen sehen, wie sie groß werden. Es ist auch ein anderer Umgang, wenn sie mehr mit den Kindern umgehen. Also ich denke, das ist schon bestimmt gut für die Eltern, für den Vater, das mitzukriegen. Und ich finde, das Geld ist schon interessant. Also uns hätte das bestimmt damals auch interessiert. Für Yannick, Bennett, Felina und Kilian ist es normal und gut, dass beide Elternteile einen Beruf haben und sich um sie und die Hausarbeit kümmern. Selbst der 22 Monate alte Kilian hat mitbekommen, dass ein Mann vor einem Waschkorb nicht fliehen muss. Beste Aussichten also, dass er Spitzenvater 2030 werden könnte. Und jetzt, verehrte Zuschauer, wollen wir von Ihnen wissen, wie finden Sie eigentlich diese moderne Vaterrolle? Hätten Sie vielleicht in Ihrer Kindheit gerne mehr mit dem Vater zu tun gehabt? Oder halten Sie Kerle im Haushalt im Gegenteil für unmännlich? Könnte ja sein. Diskutieren Sie mit uns im Politik-Direkt-Forum. Wir würden gerne Ihre Meinung hören. Was macht einen guten Vater aus? Das ist unsere Frage zum Forum und das haben wir auf unserer Internetseite für Sie eingerichtet. Unter dwworld.de Politik direkt finden Sie dort alles, um mitzumachen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Auch unser nächster Beitrag handelt von Vätern, genauer von verlorenen Vätern, die von ihren Kindern gesucht werden, die sie nie kennengelernt haben. Dieses Kennenlernen war auch prinzipiell unerwünscht, denn die Männer waren Samenspender. Vor langer Zeit anonym angetreten, um Frauen den Kinderwunsch zu erfüllen. Geschätzte 100.000 Kinder sind so in den letzten Jahrzehnten in Deutschland künstlich gezeugt worden. So weit, so gut. Doch einige dieser Kinder stellen heute Fragen, unangenehme Fragen, und begeben sich auf die Suche nach ihren Erzeugern. Bei jedem Blick in den Spiegel sucht Sonja nach den Spuren ihres biologischen Vaters, eines anonymen Samenspenders. Sonja ist 26, als ihre Eltern das Schweigen brechen. Ihr Vater ist nicht ihr Vater. Der war unfruchtbar. Mit diesem Geständnis stürzen sie die Tochter in tiefe Selbstzweifel. Wenn ich auf der Straße laufe, jeder Mann ab 45 könnte mein Vater sein. Ich habe vermutlich mehrere Halbgeschwister. Gleichzeitig muss ich halt damit zurechtkommen, dass mir meine Eltern sehr lange nicht die Wahrheit gesagt haben. Dass ich mich auf meine Eltern nicht so verlassen kann, wie ich es gern würde. Professor Kaczorka hatte, damals noch als Arzt an der Uniklinik Essen, Sonjas Mutter mit fremden Spendersamen befruchtet. Diese donogene Insemination ist erst seit 1970 in Deutschland erlaubt. Mittlerweile sind zahlreiche Samenbanken entstanden. Hier lagern, tiefgefroren und kodiert, Spermien von tausenden Spendern. Bis zu 15 Kinder darf jeder Spender zeugen. Der Samen wird aufbewahrt, damit Eltern später vom selben Mann ein weiteres Kind bekommen können. Man nimmt an, dass seit 1970, also seit der Legalisierung der Behandlung,
in der Bundesrepublik bis heute ungefähr 100.000 Kinder auf diese Weise entstanden sind. Doch immer mehr der heranwachsenden Kinder